Innerhalb von Substance Designer seht ihr nun den vollständigen Graphen zu dem Material. Wichtig ist anzumerken, dass der Graph an sich nicht sonderlich komplex ist und die reine Formgebung oder das reine Material in Form von Textur, Shape und Oberfläche sehr überschaubar und sehr klein ist. Der größte und wichtigste Part steckt tatsächlich in der Farbe und das liegt unter anderem ganz einfach daran, dass der Anwendungszweck für ein Spiel ist, also insbesondere Details nur über Farbe, starke Kontraste oder besondere Hervorhebung darstellen kann. Übermäßig viel Detailarbeitung in dem Shape oder der generellen Textur würde man in den meisten Anwendungsfällen überhaupt nicht sehen. Daher haben wir hier speziell Wert auf Farbe gelegt und die anpassbar zu machen. Beginnen wir direkt mit dem Base Shape. Wichtig war es nur, die vertikalen Streifen hinzuzufügen im ersten Schritt. Und zu diesem Zweck habe ich mir vorerst einen Gradient Linear genommen, da dieser bereits durch seine Formgebung einen Streifen im Prinzip darstellt mit einem leichten gradierten Abfall, sodass wir im Prinzip ein wenig Wölbung bereits vorgefertigt für uns zur Verfügung stehen haben. Das Ganze habe ich in eine Transform2D Node gesteckt, sodass ich den Streifen, also dass ich durch diese Anpassung zum Streifen gelange. Der wird ein wenig geblurrt, um die scharfen Kanten zu entfernen. Über einen Histogram Scan schärfen wir das Ganze wieder ein wenig. Und was ich bemerkt habe, ist, dass in diesem Schritt hier oben leichte Fehler entstehen und hier unten. Aus diesem Grund habe ich erneut eine Transform2D Node angeschlossen und habe das ganze Mesh oder die ganze Textur einfach stark nach oben gescaled. Dadurch erhalten wir eine perfekt gerade Linie. Der gerade erstellte Streifen wird nun in einen Teilsampler gepiped und über den X-Amount gebe ich an, wie oft er nach links und rechts geteilt werden soll. Ihr seht, dass an dieser Stelle keine weitere Einstellungsmöglichkeit ist, wie hier unten in diesem Parameter. Und das liegt einfach daran, dass dieser Wert bereits exposed wurde. Wie das Ganze funktioniert und was dahinter steckt, erkläre ich gleich noch. Im Prinzip könnt ihr aber auf diesen kleinen Button klicken und ihr werdet in ein neues Fenster geleitet, mit dem ihr erstmal nicht viel anfangen könnt, aber grundsätzlich zeigt sich einfach nur ein weiterer Graph-Editor, wie ihr ihn auch im normalen Material kennt. Über den Tab hier oben gelangt ihr zurück. Also wie gesagt, über den Teilsampler habe ich nun den X-Amount angegeben, also wie oft das Material in die Horizontale geteilt werden soll. Und gleichermaßen gibt es hier unten einen Teilsampler, der das gleiche in die Y, also in die vertikale Richtung macht. Die beiden blende ich an dieser Stelle, um ein Gitter zu erstellen. Und das Ganze wird in ein Switch Grayscale gelegt. Der Grund dafür ist, dass ich an dieser Stelle nun wechseln kann zwischen einem Gitter, was sich prozedural anpasst, oder nur den vertikalen Streifen. Das ist für den späteren Bearbeitungsprozess relativ wichtig oder nützlich. An dieser Stelle habe ich aber den Parameter für den Texture Artist noch nicht exposed und das werden wir gleich noch zusammen machen. Als letzten Schritt habe ich eine Levels Node hinzugefügt, die durch die leichte Verschiebung der Weißwerte Richtung Schwarz die ganzen Streifen schmaler skaliert. Der nächste Schritt ist recht einfach und obliegt jetzt nicht einer speziellen Art und Weise, wie man ihn entwickelt. Das ist ein sehr kreativer Prozess und den könnt ihr praktisch für jedes Material auch eigenständig anlegen. Im Prinzip ging es nur darum, einen Grunge, also eine, sag ich mal, eine oberflächige Struktur zu entwickeln, die in etwa Beton oder zerstörten Beton, leicht angefressenen Beton ähnlich sieht. Ohne genau zu wissen, wie das aussehen soll, da Beton ja, sagen wir mal, sehr organisch und sehr verzerrt und an vielen Stellen Details haben kann, an anderen wieder nicht, habe ich mir einfach eine, in diesem Fall Grunge 14 Node genommen und durch diverse Warps und diverse Anpassungen wie Slope Blurs, Directional Warps, Non-Directional Warps versucht, eine sehr kontrastreiche und punktuierte Textur zu erstellen und diese im Endeffekt ein wenig zu leveln, sodass wir eine relativ gleichmäßige Verteilung von Grauwerten bekommen. Um kurz zu erklären, was passiert ist, über eine Slope Blur Grayscale Node, die jeweils die Input Map als auch als Slope besitzt, kann man das Ganze etwas kriselig gestalten oder etwas blobby, je nachdem, was man für eine Textur benutzt.
Ich wollte nur ein wenig die Shapes blobby formen und leichte, also im Prinzip eine gute Mischung bekommen. Zusätzlich habe ich eine Plasma Node benutzt und die ein wenig geblurrt, damit ich eine, sage ich mal, weniger starke oder kontrastreiche Distribution bekomme. Und damit warpe ich die ganze Textur in verschiedene Richtungen. Das blurre ich mal wieder, anschließend eine Non-Directional Warp. Die kann ich euch für sowas wie Concrete oder generell Ebenen, die starke Kontraste und, sage ich mal, sehr herausstechende Details benötigen, sehr empfehlen. Dadurch diesen Warp meistens Texturen sehr weit auseinander gestretched und gezogen werden. Das Ganze wird in eine Non-Uniform Directional Warp Node gesetzt, damit wir ein wenig Bewegung oder ein bisschen Motion Blur in die Horizontale bekommen. Über die Transformation 2D Node habe ich das Ganze ein wenig verfeinert, fokussiert, gedreht, sodass mir der Shape im Prinzip besser gefällt. Einen leichten Blur, um das Detail nicht zu übertreiben und nicht zu kontrastreich zu machen. Und wie gesagt, am Ende leveln, damit wir eine gleichmäßige Grauverteilung bekommen. Gerade für so starke Details oder kontrastreiche Details ist das sehr zu empfehlen, da ansonsten in der Normal übermäßig viel Detail hineingebracht wird und es nicht mehr realistisch aussieht, sondern einfach nur sehr übertrieben. Im nächsten Schritt ging es darum, die horizontalen Linien zu erstellen. Substance Designer bietet uns mit den Directional Scratches bereits eine gute Grundlage, jedoch wollte ich die ein wenig verfeinern. Über Histogram Select, Transformation 2D und Make a Tile Photo Grayscale habe ich die Textur etwas zusammengeschoben, gestaucht und einzelne Bereiche hervorgehoben. Mit den Auto Levels bin ich sicher gegangen, dass die Range von 0 bis 1 geht. Und abschließend über die Transformation 2D habe ich die ganzen Linien ein wenig zusammengeschoben, um eine, sag ich mal, sehr schmale und leicht wellenartige Verteilung zu erstellen. Da ich nun durch die vertikalen Streifen meine Gesamttextur für den Beton und die horizontalen Streifen eigentlich alles bereits erstellt habe, was ich brauche, um das Material zusammenzubauen, ging es nun daran, einige Blendings durchzuführen. Im Endeffekt wurden Grunge und meine Streifen miteinander geblendet. Anschließend noch ein wenig mehr Detail drüber. Dann wurden die horizontalen Streifen eingeblendet. Und nachträglich ging es darum, die ganze Textur, so wie sie jetzt ist, ein wenig organischer zu gestalten, indem wir erneut ein wenig Verzerrung durchführen. Wichtig ist es, dass es an dieser Stelle erst passiert, da das Material nun sozusagen komplett ist oder die Form komplett ist und jegliche Verzerrung nun für alle Bereiche gleichermaßen durchgeführt werden kann. Mit einem Slope Blur wurden die Streifen ein wenig aufgebrochen, sodass ein wenig Chipping oder Chunking entsteht, also dass verschiedene Bereiche vom Beton abgebrochen sind. Und über den Directional Warp wurden diese ein wenig verschoben. Ich möchte das Detail hier nicht übertreiben, da es im Endeffekt einen sehr realistischen Anwendungsfall geben soll und im Endeffekt, wie auch in der Referenz zu sehen, bleiben die Streifen sehr gerade und sehr unbehandelt, nicht wavy oder in irgendeine Richtung verschoben, sondern gerade von oben nach unten. Daher nur sehr leichte Anpassungen im Warping und im Stretching, damit die Textur weiterhin realistisch bleibt. Zusätzlich habe ich hier unten einen weiteren Blending Pass für die Height erstellt. Die Map brauchen wir im weiteren Texturverlauf nicht zwingend, aber es ist einfach eine Gewöhnungssache, das zu machen und kann in vielen Texturen oder Anwendungsbereichen später auch für die Farbgebung relevant sein, für die Generierung einer Ambient Occlusion oder diverse andere Anwendungsfälle. Also auch wenn ihr nicht vorhabt, eine Heatmap später zu nutzen oder der Anwendungsfall es nicht hergibt, dass eine Heatmap implementiert werden kann, legt sie trotzdem an. In den meisten Fällen ist es eine perfekte Grundlage für weitere Details oder Farbgebung. Auch bei der Normal Map wurde nicht unbedingt viel Experiment betrieben. Im Endeffekt wurde die fertig geworbte und angepasste Höheninformation in eine Normal Map gesetzt, sodass ich mein Detail für die komplette Textur bekomme. Und weiterhin habe ich das kombiniert mit einer normalen von dieser Node. Im Endeffekt ist es nur eine Fractal Sum Base, die geslopelert würde, um das Detail ein bisschen zu blurren, aber doch noch so leichte, kriselige Chunks zu bekommen. Und in der normalen können sich dadurch ein paar interessante Informationen oder was man als rauen Beton interpretieren würde, ergeben. Durch das Kombinieren werden beide normalen übereinander gelegt.
Und abschließend habe ich noch eine Normal Blend Node genutzt, durch die ich mit der Kombination einer Normal Color und der Anpassung der Opacity ganz einfach kontrollieren kann, wie stark die Normal Map tatsächlich zu sehen sein soll. Das ist gerade im späteren Verlauf für einen Artist sehr entscheidend, da nicht immer das Normal-Detail, so wie es in Substance Designer angezeigt wird, auch in Painter oder anderen Anwendungsbereichen genauso aussieht oder genauso stark rüberkommt. Dadurch muss die Intensität der Normal Map kontrolliert werden. Damit ich das in einem Schritt machen kann, habe ich nicht jeweils diese beiden Intensity Slider einzeln stehen lassen, sondern zusätzlich noch den Normal Blend angepasst. Alternativ könnte man dazu auch die Normal Intensity Node benutzen, jedoch ist sie in der Praxis nicht ganz verlässlich und nicht ganz genau und kann schon bei leichten Anpassungen in deutliche Extreme wandern, die außerhalb der 0-1-Range liegen, die die Textur eigentlich haben soll. Für die Ambient Occlusion habe ich zwei verschiedene Ambient Occlusion Maps genutzt. Die obere lässt sich für den Artist anpassen und kontrolliert in der Farbe eine bestimmte Maske. Und die zweite Ambient Occlusion Map ist tatsächlich einfach nur dafür da, um das Ambient Occlusion Detail zu kontrollieren. Wenn ich beides in einer Node kombinieren würde, würde ich, sobald der Artist entscheidet, dass das Detail der AO zu stark ist und diese reduziert, würde er auch gleichzeitig die Maske anpassen und damit die Farbe verändern. An dieser Stelle teilen wir das daher in zwei verschiedene Nodes. Das ist nicht unbedingt performant, aber an dieser Stelle einfach notwendig. Wie auch beim Grunge könnt ihr euch bei der Roughness Map ziemlich austoben und einfach versuchen, gerade im Anwendungsfall für Beton, eine sehr unregelmäßig verteilte Graustufentextur zu generieren, die durch teilweise starke Kontraste gekennzeichnet ist und sehr viel Abwechslung bietet. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass gerade bei Beton die Roughness sehr weiß eingestellt ist, da, solange es nicht auf Beton regnet, üblicherweise wenig Reflexion von ausgeht. Und auch an dieser Stelle habe ich einfach eine Grunge Map genutzt und diese mit meiner bereits bestehenden Höheninformationen von hier kombiniert, durch diverse Verzerrungen geschoben und im Endeffekt wieder mit meiner ursprünglichen Textur kombiniert. Wir könnten natürlich an dieser Stelle noch deutlich mehr Arbeit betreiben, aber auch hier wieder gilt, dass das Material für einen Anwendungszweck im Spiel verwendet wird. Das bedeutet, dass wir die Textur, das Objekt meistens von einer weiteren Entfernung betrachten und daher sehr spezifische Details überhaupt nicht sichtbar sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, das Detail überhaupt abzubilden, damit das Material realistisch dargestellt wird und vom Licht richtig bearbeitet werden kann. Am Ende habe ich auch wieder eine Levels Node hinzugefügt, wie ich es bei den meisten Graustufen mache. Und hier seht ihr, dass die Werte diesmal rot markiert sind. Das liegt ganz einfach daran, dass auch hier die Werte oder besser gesagt die Parameter exposed wurden, also für den Texture Artist zugänglich. Und das könnt ihr sehen, indem ihr auf diesen kleinen Button klickt. Dadurch wechselt sich die Anzeige nämlich vom Histogramm auf die einzelnen Slider. Und diese wurden alle exposed, sodass der Artist hier eine, sage ich mal, sehr umfangreiche Kontrolle darüber hat, wie rau oder nicht rau die ganze Textur sein soll und ob spezifische Spots mehr oder weniger reflektierend sein sollen. Das ist in diesem Schritt nicht unbedingt notwendig und es ist auch nicht sonderlich schön, dass in diesem Umfang zu betreiben. Aber für diesen Anwendungszweck haben wir es einfach mal gemacht, um das beispielhaft zu zeigen. Wie bereits zuvor erwähnt, ist es bei diesem Material besonders wichtig, in der Farbe eine Menge Details und eine Menge Variationen abzubilden. Aus diesem Grund ist dieser Bereich etwas komplexer, aber im Endeffekt recht einfach nachzuvollziehen. Es gibt ein paar Dinge, die sich immer wiederholen und die für die einzelnen Zwecke eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen sind. Angefangen in der Farbgebung haben wir hier eine BV Color Variation Node. Das ist eine Custom Node, die ich euch in das Projekt dazugelegt habe. BV steht für Ben Wilson. Das ist ein Texture Artist aus der Industrie, der wirklich sehr, sehr genial ist. Ich kann euch empfehlen, sein Artstation mal zu checken und seine Blogartikel. Er hat diese Node gemacht, um gerade für Farbe sehr einfach, sehr schnell und sehr anpassbar Variationen zu erstellen. Also diese Node in Kombination mit einer Uniform Color seht ihr sehr oft in diesem Graphen und das ist
sagen wir mal, der Hauptgrund oder die Hauptfarbgebung, die tatsächlich im Endeffekt stattfindet. Diese Node erwartet zwei Variation Inputs. Da könnt ihr praktisch hineinstecken, was auch immer ihr möchtet. Ich habe einfach meinen Grundshape benutzt, weil dieser schon eine Menge Variation besitzt. Ebenso wie den hier mit einer leichten Verschiebung. Und wichtig ist im Endeffekt, dass über diese Uniform Color Node diese Node gesteuert wird. Dann könnt ihr mit diversen Parametern, die ihr seht, Anpassungen im Value machen. Ihr könnt den Hue, also wie viel, oder besser gesagt, welche Farbe tatsächlich abgewandelt von dieser als Mittelwert genutzt werden soll, wie weit diese Range gehen soll, wie viel Samples es hat und so weiter und so fort. Es ist also, diese Node gibt eine Menge Möglichkeiten zur Anpassung und ist eine fantastische Basis für jeglichen weiteren Prozess. Im Endeffekt habe ich einfach nur versucht, eine Grundbasis für Beton herzustellen, ein wenig an die Farbe zu gelangen, die ich später haben möchte. Und nach über verschiedene Passes, merkt ihr, blende ich immer mehr Detail rein. Und die wichtigsten Stellen und Kriterien, die im Material abgebildet werden sollen. Wie auch im Tutorial zuvor, arbeiten wir uns hier von großen zu kleinen Details, also nichts Neues tatsächlich. Und an den ganzen Stellen, wo ihr zum Beispiel diese Blöcke an Nodes seht, habe ich nur versucht, eine gewisse, sag ich mal, interessante Textur oder Struktur zu entwickeln, die ich dann über eine andere Farbe wieder über die Textur legen kann. Auch hier wieder ist ein sehr kreativer Prozess. Wichtig war es nur, dass, wie auch in der Referenz zu sehen, eine Menge Abwechslung stattfindet und der Beton an sich sehr überzeugend wirkt. Und das erreicht man in erster Linie darüber, dass man sehr desaturierte Grau-, Brau- und Beige-Werte miteinander kombiniert und eine große Abwechslung schafft. Ganz wichtig ist immer für mich persönlich in einem Material der Dirt Pass, der, wie zuvor schon gesagt, hier unten über die Ambient Occlusion unter anderem gesteuert wird, da dieser hauptsächlich Farbvariation und Grunge oder Dreck später über das Objekt oder über das Material drüber legt. Ihr seht auch, wenn man das vorher und das nachher vergleicht, hat sich hier eine Menge getan. Und genau aus diesem Grund ist gerade die Nerd Node eine Node, in der oft Parameter, wie ihr auch zu sehen, exposed werden, sodass der Artist schnell und einfach verschiedene Stufen von Dreck oder auch, sagen wir mal, verschiedene Variationen von Dreck hinzufügen kann. Abschließend nutze ich meistens eine HSL Node, deren Parameter ebenfalls alle exposed werden, jedoch ist das in diesem Anwendungsfall nicht sonderlich praktisch. Für schnelle Anpassungen habe ich sie trotzdem hinten dran gehangen. Das Ganze wird dann in den Base Color Input meines Base Materials gesetzt und praktisch fertig ist das Material.